Servus und willkommen zu einer neuen Ausgabe Space Engineers Let's Game It Out ungefähr. Ihr seid auf Waschbärs Werkstatt, ich bin Dominik, hi, grüß euch. Und ich habe vorher echt das Problem gehabt, scheiße, und wir haben jetzt die Basis gebaut im Weltraum. Und ja, Basic Assembler und Medizinstation und alles dann gedacht ungefähr für die ersten Schritte, dass wir dann Erze abbauen können. Ich habe meinen Drill-Roboter dabei, also das Roboter-Raumschiff. Aber jetzt habe ich total vergessen, ich brauche Energie, also so ein bisschen Kickstarter-Energie, dass dieser Connector geht, wo jetzt mit meiner Basis verbunden. Also das Raumschiff sollte mit der Basis verbunden werden, damit ich da bis die Saison einfach die, schon mal die Ressourcen ein bisschen teilen kann und in diesen Assembler die Dinge. Und dann ist mir eigentlich von Scheiße, wir haben gar keine Energie, dass das Teil überhaupt laufen kann. Und ich habe vergessen, Solarzellen einzupacken, so ungefähr. Aber jetzt bin ich auf die Idee gekommen, auf die glorreiche Idee, dass wir einfach mal einen Gasmotor bzw. einen Wasserstoffmotor hinten anbringen. Aber ich habe gemerkt, dass ich da auch knausern muss mit Rohstoffen und was weiß ich. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich es zusammenkriege. Ich habe schon gemerkt, ich habe nicht nur beziehungsweise große Rohre dabei. Große Stahlrohre. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich was war jetzt die Komponenten noch? Kleine Rohre dabei habe. Das ist echt schwierig, also das ist gerade kacke. Aber ich habe schon gemerkt, ich glaube, ich muss da ein bisschen was von meinem Schiff opfern. Weil da haben Large Steel Tubes verbaut, zumindest mal anratzen, dass ich die rauskriege. Die Large Steel Tubes. Ich möchte es nicht abbauen, aber halt die Rohre gewinnen. Steel Plate. Wie viel Steel Plate brauchst du? Dann muss ich den dabei deaktivieren. Aber das hilft mir dann nichts, wenn ich den nicht bauen kann, wenn ich den gebaut habe. Okay, das ist das Mindestding, was ich machen kann, wo man da Large Steel Plate, da kann ich jetzt nicht systemrelevante Teile wegbauen. Steel Plate, okay, den Drill brauchen wir momentan nicht. Das ist halt jetzt einfach mal Large Steel Tube Construction Component. Okay. Bis aufs Minimum runterbauen. Bis ich den Wasserstoffgenerator gebaut habe. Power Cell und Small Steel Tube, ich flipp aus! Und grob ist kleine Rohre. Und kleine. Okay, ein Hydrogen Tank. Nein, den kann ich nicht wegbauen, weil ich brauche die Energie. Beziehungsweise das Gas. Scheiße. Den Connector brauche ich momentan nicht. Das kommt eigentlich nie haben. Ja, egal, ich kann ja da mal so lassen, bis der mal fertig ist. Ich habe eine Powerzelle dabei. Ich hoffe, ich habe eine Batterie dabei, sonst flippe ich aus. Ja, ja, Scheiße, Alter, krass! Puh, wir können den Hydrogen Generator bauen, das ist schon mal sehr gut. Der Connector auf der anderen Seite? Ja, oder? Hey, ach, das hinten, jetzt mal wieder. Jetzt mal sieht man, wenn man hinten Ding, aber man vergisst es dann, wenn man aufbaut. So, wir haben unseren Wasserstoffmotor. Okay, cool. Wir brauchen da jetzt Wasserstoff. Das heißt, wir brauchen trotzdem der Assembler. Ich flippe aus. Der kann nichts ohne einen Sauerstoff. Was braucht man für einen Sauerstoffgenerator? Was braucht man da? Da braucht man keine. Da braucht man keine kleine Rohre. Ich brauche bloß große Rohre. Ah, ich flippe aus. Okay. Scheiße! Ich hab das echt verpeilt! Ich mag es nicht wieder zurückfliegen und die Ressourcen rein. Ja Gott, wenn es ist, dann ist es also. Okay. Das da? Da hinbauen. Wir haben keine Stahlplatten. Wir haben alles, aber keine Stahlplatten. 100 Stahlplatten rein. Verdammt. Könnt ihr jetzt hier? Was ist ein Cockpit? Ich brauch da was 5.
Eigentlich, dass da nicht rumlutschen über das ganze Zeug schon abbaut. Das Teil ist auch bloß nur ein Wrack. Da geht Stahlplatten her. Ich kann jetzt nicht den blöden Hydrogen-Tank wegbauen, da ist wahrscheinlich das ganze Gas dann auch weg. Dann sitze ich erst recht auf dem Trocknen. Was mache ich jetzt da? Der Gyro? Der bringt mir auch nichts. Okay, pass auf. Den Connector brauche ich nicht. Zuerst einmal nicht. Wir können zuerst die Energie flach verlassen mit dem. Ja, perfekt. Dann noch das Eis rein. Aber da braucht der auch wieder Kilowatt. Mir fehlt die Startenergie. Mir fehlt die Zündung. Mir fehlt die Batterie ungefähr. Ja, probieren wir es mal aus. Vielleicht geht's ja. Vielleicht geht's ja. Vielleicht haut es ja hin. Alter, ruhig bleiben. Bleibt einfach ruhig, okay? Scheiße. Ja, klar, wir haben keine Energie mehr. Er kann keine Energie einspeisen, weil er kein Gas hat und er kann kein Gas produzieren, weil er keine Energie hat, um das Wasser zu zerlegen. Wir brauchen quasi einen Anlasser. Wie machen wir das? Eine Solarzelle, da bleibt es einfach ruhig. Also, das ist echt. Ruhig bleiben, Jungs. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Solarzellen, wie können wir Solarzellen haben wir nicht, aber wir können Solarzellen. Ja, Solarzellen haben wir nicht dabei. Okay, Powerbox, also ruhig bleiben. Wind bringt mir nichts. Die Batterie, Small Battery, aber eine Batteriekomponente. Ich kann keine Small Battery bauen, weil das ein großes Glück ist. Eine Small Battery, die kann ich da nicht platzieren, gell? Das passt nicht auf den Grid auf. Ey, Scheiße. So nah sind wir dran. Okay, wir können den Connector wieder reparieren. Was brauche ich nicht? Ich brauche den Assembler unbedingt. Ja, den brauche ich ja, damit ich. Moment. Ja, Moment. Aber ich kann speichern nicht. Ja, Moment. Wenn der Assembler noch nicht läuft, beziehungsweise deaktiviert, also nicht aufgebaut ist, ja, dann kriegt das jetzt scheiße. Über den Assembler baut. Das ist natürlich jetzt doof. Dann tue ich den Hydrogen in den Obi. Und dann mal den aufschwassen. So. Den haben wir zerlegt. Schon Verbindung. Hat das Teil schon eine Verbindung? Ich glaube schon. Okay, cool. Dann schneuzen wir den weg. Oder ist auch ein Connector? Dann bauen wir jetzt ein bisschen um. Connector. Connector. Was war das jetzt? Das war nicht das, was ich runter. Connector, das ist Teil 3. Aber ich brauche den Assembler momentan nicht. Weil ich muss doch Energie produzieren, das kann ich andocken und dann kann ich den Assembler bauen. Steel Tube. Scheiße, Steel Tube. Steel Tube, Steel Tube, Steel Tube. Was für ein Steel Tube? Wo kommen da kleine. Arsch, Steel Tube. Will ich bei Conveyor? Ah, komm schon! So. Ja, das will ich jetzt wegbauen, dann ist mir wahrscheinlich der Wasserstoff weg. Ich werde das Spülen jetzt übernehmen. Connector. Wo ist denn der Steel Tube drin? Okay. Okay, okay, warte, warte, warte. Steel Tube. Was ist mit meinem Basic Assembler machen? Einfach mal. Basic Assembler. Der braucht keine Steel Tubes. Nein, der auch nicht. Der braucht Steel Tubes. Aber nun keine Energie nicht. Jetzt haben wir den Connector.
diesen doofen Connector bei. Der hat auch Small Steel Tube, das ist ja klar. Ei. Wegen blöden neuen kleinen Real. Entscheidung, wie schaut es bei dir aus? Es kann jetzt nicht sein. Es kann nicht sein. Hydrogen Tank, da war ja der einzige Ding drin. Wenn ich den jetzt kaputt mache, dann habe ich wahrscheinlich meine Chance verschissen. Dann ist der Tank leer. Moment einmal, wir haben da einen Sauerstoffgenerator da drin. Das heißt, ich brauche den gar nicht. Das hilft mir nicht, weil ich noch spalten. Jetzt pass auf, der Doofi. Jetzt mache ich einfach mein Basic. Cool, dann nicht kein Basic dazu, der kann nicht klein sein, oder? Okay, das ist ein Large-Ship Model. Brauche Energie. Brauche einfach Energie drauf. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Nein, klar, gut. Okay, ich komm nicht drauf. Wir haben ja ein Ding generell. Ja, jetzt machen wir es einfach. Ist mir jetzt wurscht. Ich schneide jetzt zusammen. Dann gehen wir die Steel Tube raus. Dann machen wir da die Connection. Dann müssen wir aufschlafen. Das Teil natürlich nicht fliegen, aber wir könnten es fliegen, weil der Ding noch verbunden ist. Der Sauerstoffgenerator, der kann es vielleicht instantan machen. Aber wir haben immer noch keine Energie, nicht, gell? Das ist das Problem. Ich kann nicht verbinden, weil ich keine Energie habe. Nee. Mann. Ich komm nicht drauf. Echt nicht drauf. Okay, muss man wahrscheinlich zupfen. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich mein Ticket, Victor. Ja, ich habe keine Möglichkeit, dass ich mich aktiviert. Warum? Ich würde doch. Wir wissen aber das. Aber das gespart. Ach, verdammt, ich hab's gewusst. Verdammte Axt, ich hab's gewusst. Wieso komm ich nicht drauf? Irgendwas habe ich nicht berücksichtigt. Irgendwas denke ich verkehrt. Also, wir haben einen Motor, der liefert mir Strom, wenn er den Gas kriegt. Der liefert mir wiederum Gas, wenn er mir Strom kriegt. Das heißt, wir brauchen Strom. Das heißt, wir brauchen irgendeine Batterie. Ja, okay. Wenn wir jetzt da länger rumrätseln, schaue ich, dass ich irgendwie mit 3%, das war eine super glorreiche Idee von mir, dass wir mit 3% irgendwie Batterie zusammenkriegen. Scheiße, das ist echt doof. Wegen blöden fucking 10 Real oder was ist immer dran. Okay, wir sollen eigentlich. Mit Spaß und Bestattung gehen. Wo ist da unser Mond? Auf der anderen Seite, oder? Wir sollten eigentlich da hinkommen, wenn jetzt die Piraten da wieder da kommen. Kruzifix! Ich hab's gewusst, dass Piraten kommen. Okay. Nicht das trotz 50 Kilometer. Mann. Spannend, es bleibt spannend. Komme ich jetzt echt auf diesen Planeten wieder zurück? Werden wir die Piraten überfallen? Das sieht es in der nächsten Folge. Wenn sie da weißt, Space Engineers irgendwo sinnlos im Weltall. Ich bin der Dominik hier. Seid auf der Spezialstart. Bis dann, lasst auch ein Like da, das war cool, unterstützt mich. Bis dann, ciao.